So, moin zusammen. Grigul ist wieder hier. Es geht weiter mit unserer Waffenschau. Und heute geht es endlich mal um die Schrotflinten. Es gibt zwei Schrotflinten hier im Spiel, genau gesagt zweieinhalb. Eine davon ist eine sogenannte Premium-Version, die man im Spiel durch das Freischalten oder das Erreichen von Missionen in der Midway Tiger kriegt. Die habe ich jetzt hier nicht mit drin. Die habe ich zwar schon, aber sie sieht genauso aus wie die, die man sowieso schon im Spiel hat. Bis auf ein anderes Muster. Ja, also die sieht von außen anders aus. Sie ist aber genau die gleiche Waffe. Das sind zum einen die Cacciatore 12G. Ihr seht unten links das Bild. Das ist quasi die, die man im Spiel oder in anderen Spielen als Pumpgun nennt. Wer bekannt ist. Ne? Das hat einen... Kann ich das leider nicht zeigen, tut mir leid, ich kann nicht mit der Maus drauf gehen. Die hat unten unterm Lauf einen Repetierer, einen Repetierhebel. Und dieser lädt dann die nächste Patrone vor den durch den Schlagbolzen. Also in die Kammer. Ist eine sechsläufige Waffe, ihr seht es unten rechts, Magazinkapazität 6 Schuss. Ich finde diese Waffe nicht so ganz prickelnd. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Werde ich gleich erklären, auch warum. Das ist aber ein rein optisches Problem. Die zweite Waffe, die zweite Schrotflinte, die man hier im Spiel bekommt und die auch die Anfängerschrotwaffe ist, ist die sogenannte Caversham Stuart 12G. Da lieber 12 Geschoss, genau wie oben die Cacciatore 12G. Das ist eine sogenannte Bockflinte. Ne, steht auch dort. Diese Flinte vom Kaliber 12 ist eine klassische Bockflinte. Das heißt jetzt nicht, dass man mit dieser Flinte nur Böcke schießen kann, also Rehböcke. Bockflinte nennt sich das Ganze, weil es zwei übereinander liegende Läufe hat. Ja, die hat zwei Läufe, die haben auch nur zwei Schuss drin. In jedem Lauf steckt ein Schuss. Und wie gesagt, Bockflinte, weil ein Lauf auf dem anderen aufgebockt ist. Normale Flinten, wie die Strecker, das ist eine Waffe vom Waffen-DLC, haben zwei Läufe nebeneinander. Ja, das ist eine normale Flinte, während die Caversham, wie gesagt, eine Bockflinte ist, weil zwei Läufe übereinander aufgebockt sind. Ja, das gleich zur Erklärung. Dann habe ich schon die dritte gezeigt, wie gesagt, das ist die Strecker, Hazel. Für mich eine der schönsten Waffen überhaupt, die man hier, also flintenmäßig zumindest, die man hier im Spiel kriegen kann. Eignet sich für mich zumindest gut für die Vogeljagd. Und die vierte Waffe ist die sogenannte Nordin. Auch das ist eine Waffe, die eigentlich eher für die Vogeljagd gedacht ist. Es geht aber auch damit, größeres Wild zu erledigen. Hat ein Dreischussmagazin, ähnlich wie die Cacciatore mit einem Unterhebelrepetierer. Beziehungsweise mit Gasdruck und schießt sogar sehr schnell. Mit diesen Waffen gibt es zwei Munitionssorten, teilweise sogar drei. Es gibt einmal hier die Flintenlaufgeschosse. Das ist wie gesagt eine Patrone da drin in dieser Hülse, ne, mit einem großen Projektil. Und es gibt halt die Rehposten beispielsweise, das sind eine kleine Menge mittelgroßer Kugeln, also wirklich Schrot. Und es gibt Vogelschrot, das sind eine große Menge kleiner Kugeln. Ja, eine kleine Menge großer Kugeln und eine große Menge kleiner Kugeln. Ihr seht es auch deswegen hier, die haben verschiedene Waffenklassen. Vogelschrot ist für Kleinwild, für Hasen und für Gänse, die da oben jetzt gerade fliegen. Die könnten wir damit sogar erlegen. Waffenklasse 2. Kaliber 12 Rehposten, ist dann halt Rehe, Dammwild und Kaliber Waffenklasse 3 wären dann schon höherwertiges, das heißt also Karibus, Rentiere oder Rothirsche. Waffenklasse 1 ist hier der Kaliber 20 Rehposten, der ist ein bisschen größer vom Kaliber her, ist aber für Waffenklasse 1 gedacht, das heißt also dann demzufolge die Rehposten hier eher für Rehe und Füchse. Das bedeutet, dass man mit dem Kaliber 20
Waffen, das sind die Nordin und die Strecker. Beide stehen einmal 20 SA und 20 G. Die haben diese Kaliber 20 geschossen. Das heißt, Vogelschrot, also für Vögel und Hasen, Rehposten für Füchse und Rehe und Klasse 2 dann halt für Reh und Dammwild. Man kann natürlich versuchen, auch damit Karibus zu erlegen. Geht, aber es geht nicht so ganz gut. Wie mit den anderen Waffen. Mit den ganz normalen 12er Waffen. Die 16er habe ich jetzt nur versehentlich drin, die brauche ich gar nicht. Die 16er sind für was anderes. Das sind für den Drilling. Die Schrotpatronen. Den Drilling habe ich ja in einem anderen Video schon vorgestellt, deswegen ist das eigentlich nur ein Rest, den ich hier drin habe. Die muss ich gleich mal rausnehmen oder könnte ich rausnehmen, ist auch ganz egal. Der Drilling ist hier in diesem Video jetzt nicht mit drin, weil ich den ja schon mal vorgestellt habe. Ne, bei den Waffenklasse 3 Waffen. Das bedeutet, wenn ich auf höherwertiges Wild gehen möchte, Waffenklasse 2, Waffenklasse 3, muss ich schon eben die Cacciatore oder die Bockflinte, die Caversham nehmen. Dafür sind diese auch nicht so ganz gut geeignet für die Vogeljagd. Es geht, aber mir persönlich passt es nicht. Für die Vogeljagd, Wildgänse beispielsweise, benutze ich diese beiden, Nordin und Strecker, weil die auch dafür besser geeignet sind. So, dann gehen wir mal wieder wie üblich auf den Schießstand. Wir werden jetzt erst einmal die Flintenlaufgeschosse machen von allen vier Waffen. Bis auf die Strecker, die Flinte, an die ich vorhin ganz unten gezeigt habe, die ist die einzige Flinte, die kein Zielfernrohr hat. Zumindest habe ich keins gefunden. Alle anderen beiden, anderen drei Waffen, das heißt die beiden Standardwaffen und die Nordin, haben ein Zielfernrohr als Option. Natürlich kann man auch da Kimmel und Korn schießen. Und genau da liegt das Problem für mich. Ich mag die Cacciatore, das ist die Pumpgun, so wie sie da ist, über Kimmel und Korn nicht benutzen, weil das ein relativ breiter Schaft ist und mir relativ viel, sagen wir mal, sie kommt mir massig vor. Es ist, wie gesagt, es ist ein persönlicher Eindruck. Muss beim besten Willen nicht stimmen. Nämlich die Bockflinte, ist die ein bisschen schmaler. Sie kommt zumindest schmaler rüber. Als diese relativ massige Cacciatore. Die Nordin ist eigentlich ähnlich massig. Komme ich trotzdem irgendwie besser mit klar. Und die Strecker ist sowieso sehr breit, weil sie zwei nebeneinander liegende Läufe hat. Ja. Trotzdem, irgendwas stört mich hier an dieser Cacciatore. Ich komme damit überhaupt nicht so gut klar. Ist egal, das ist wieder ein rein persönlicher Eindruck. Wie gesagt, die 12G-Geschosse sollte man, also 12G-Waffen, die Cacciatore und die Caversham für größeres Wild benutzen, weniger für Vogelwild, dafür halt die Nordin und die Strecke halt für Vogelwild und weniger für großes Wild. So, dann gehen wir mal schießen. Na komm. Ja, stehen schießen ist nicht schlecht. Machen wir das Ganze mal mit der Caversham, der anderen Standardwaffe. Die ist ein bisschen lauter. Ist aber auch nicht schlecht. So, dann nehmen die Nordin. Die ist wieder leiser. Oh. Entschuldigung. Ich vergesse es jedes Mal. Ganz anderes Schussgeräusch, ne? Und jetzt müssen wir mit Kim und Korn arbeiten, nämlich die Strecker. Da werden wir wahrscheinlich nicht so ganz gute Ergebnisse mit haben. Mhm. Kein Wunder. Warum nicht? Die Nulldistanz habe ich auf 100 Meter gestellt. Die Scheiben sind auf 50. Aber nochmal. Müsste jetzt eigentlich besser sein.
Oh ja. Ja, nicht schlecht. Gut. Schrotflinten. Ihr habt es an der Nulldistanz gesehen. Sollten so 100 bis 150 Meter Schluss sein. Also mit 150 Meter würde ich mit Kim und Korn mit dieser Waffe gar nicht mehr arbeiten. Ne? 150 Meter, wir machen das mal spaßeshalber. So, damit Kim und Korn arbeiten. Hm? Entschuldigung, falsche Nulldistanz. Geht, ist aber schwierig. Und das Ganze jetzt mal mit der Pumpgun machen. Auch da 150 Meter. Da muss ich ganz anders anhalten. Na. Da verdeckt die Waffe allein schon Kim und Korn. Das ist also fürchterlich, mit dieser Waffe zu zielen. Auf Kim und Korn. Nee, Entschuldigung, mein Fehler. Man sollte nicht die Maustaste berühren hier. Alle zu tief. Ich muss also da auch da höher ziehen. Nee, schon wieder vertippt. Entschuldigung. Ne? Also 150 Meter ohne, also mit Kim und Korn braucht ihr gar nicht mehr zu arbeiten. So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Rehposten bzw. Vogelschrot zu machen. Machen wir mal Vogelschrot. Ne, die beiden kommen da rein und die Vogelschrot 20 kommen hier unten rein. Da brauchen wir auf 150 Meter natürlich überhaupt nicht mit anfangen. Logischerweise. Ne, Vogelschrot, Schrot, streut und streut und streut. Und streuen sollte immer berücksichtigt werden. Deswegen bitte immer schön bei Schrotmunition immer nur auf maximal 50 Meter. Ihr seht es und jetzt auch die Nulldistanz, die sind nicht mehr 150 Meter. 50, 75, 25. Also 50 Meter ist eine gute Mitteldistanz. So. Wir haben eben 205 Punkte gemacht mit einem Schuss. 415, 442. Gleich machen wir jetzt mal mit der hier. Auch da die Nulldistanz 50, 75, 25. Also 50 Meter und dann sollte eigentlich Schluss sein. Ihr seht es schon. Ich habe in die Mitte gezielt und die Trefferwirkung ist größtenteils außenrum. Das heißt, bei 50 Meter streut die Waffe schon unheimlich. Na komm. Nicht schlecht, auch 441. Ja, das ist die Trefferwirkung von Schrot. ...482. Nicht schlecht. Mit drei Schuss. Und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal mit Kim und Korn. Da habe ich 736 Punkte. Ja, Wahnsinn. Mit drei Schuss. So. Damit haben wir das Ganze jetzt mal ein bisschen durchgekaut, wie gesagt. Also die beiden Standardwaffen, wie gesagt, sind für Rehwild, Dammwild, vielleicht auch Rothirsch. Also Klasse 2, Klasse 3 Tiere.
Mit der Vogeljagd habe ich es probiert, damit komme ich nicht so gut klar. Irgendwie sind die Dinger nicht so gut für die Vogeljagd, bei mir zumindest. Ich rede jetzt nur von mir. Für die Vogeljagd nehme ich hier die Strecker und die Nordin. Und deswegen werden wir uns jetzt auch erstmal auf die Vogeljagd stürzen. Ihr kennt das schon von meinem Pistolenvideo, es geht wieder nach Norden. Das heißt, ich muss erstmal gucken, wie viel Munition habe ich eigentlich. Da habe ich 23 nur. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Obwohl, das ist Vogelschrot und die beiden Waffen werde ich sowieso mit Vogelschrot nicht bearbeiten. Und das ist Vogelschrot hier mit den beiden Vogelschrotwaffen. So. Also, gehen wir mal nach Norden. Gehen wir mal hier hin. Jetzt muss ich nur gleich mal gucken. Ich habe wahrscheinlich keinen Caller dabei. Wie ich mich kenne. Ja. Kommst du? Ich habe natürlich keinen Kanada-Guns-Crawler dabei. Das letzte Video haben wir im Yukon aufgenommen und demzufolge habe ich logischerweise auch die Crawler für Yukon drin. So, Blöckluchrufer für Schersche brauchen wir nicht, deswegen setzen wir den Kanada-Guns-Crawler hier rein. So, Lockmittel, wo haben wir denn die Kanada-Guns? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Uhrzeit, was haben wir jetzt? 11.48 Uhr, das ist eine gute Zeit. Wind ist nicht so ganz günstig jetzt hier. Aber das kriegen wir hin. Da oben fliegen schon wieder Gänse weg. Dann hoffen wir mal, dass jetzt keine Gänse auf dem Feld sind, dass wir da eben mal schnell mal hinsprinten können. Nichts zu hören, also sollte das gehen. Weil ab und zu, wenn man hier hinkommt, sitzt oder stehen hier schon Gänse auf dem Feld. Und da sollte man dann auch dementsprechend vorsichtig da dran gehen, damit man die Tiere nicht unnötig verjagt. Es sei denn, man will sie verjagen. So. Es kommen schon wieder Gänse. Ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Ne, die fliegen vorbei. Sind gerade außerhalb der Renderdistanz. Gut, wir machen hier eine Pause und ich melde mich gleich, sobald die ersten Gänse wieder da sind. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und es ist natürlich wieder so typisch. 10 Minuten habe ich jetzt hier gesessen und habe gewartet, dass was kommt. Es kam nichts. Also habe ich mir gedacht, guckst du mal nach, ob hier irgendwo anderes Wild steht, was man vielleicht erstmal jagen könnte. Und kaum mache ich das, bin am anderen Seite des Feldes, außerhalb meines Beobachtungspostens, kommen die Gänse. So, jetzt kann ich mal versuchen, dahin zu kriechen, in der Hoffnung, dass die Tiere nicht abhauen. Und wenn doch, dann müssen wir gucken, ob wir sie nicht doch schießen können. Ah, siehst du, sie haben mich gesehen, gehört. Gut. Das zum Thema Vogeljagd. Ja, mit den Pistolen hätte ich da schon gesagt, okay, tut mir leid, die sind zu hoch, da kann ich nichts mehr drauf wirken. Aber mit den Flinten hier klappt das wieder sehr gut. So, 3 Treffer hier drauf. So, es müssten jetzt 5 Tiere sein, die hier liegen, eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Einer dürfte vielleicht hinterm Wall sein.
Das müssen wir gleich mal schauen. Das ist auch der zweite jetzt gerade eben. Ne, Silber. Nicht schlimm. Es geht ja nicht um Trophäenwertung hier jetzt großartig. Da Silber. Gucken wir ganz kurz nicht, dass da irgendwas ist. Ich denke nicht, dass ich jetzt versehen Wildschweine gefunden oder aufgestreckt habe. Wäre natürlich unpraktisch. Wieso habe ich jetzt irgendwas vom Jagdclub Beta schon wieder? Was soll das? Oh. Harvest Animals in Hirschfelden. Interessant. Gut. Harvest Bulls von Annie Dingens und die Weekly, da bin ich noch meilenweit von weg. Die vergesse ich auch mal langsam. Weil dafür habe ich dann gar nicht mehr die Zeit. So, wir müssen das mal gucken. Ich meine, eine müsste irgendwo hier hinterm Wall noch gelegen haben. Ich meine, dass ich eine nur angeschossen habe. Die sollte eigentlich irgendwo noch liegen. Die habe ich leider nicht beobachten können, wie sie runterfällt. Die Tiere sind in diese Richtung abgehauen. Vielleicht kriegen wir die noch. Wenn nicht, Pech. Da hätte ich besser darauf aufpassen müssen, dass ich die einen noch erwische. Ja, ich habe auch schon Enten oder Gänse hier hinten gefunden, die ich angeschossen habe. Gut, ist nicht der Fall. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal anderes Wild, was wir dann mit den beiden älteren Waffen schießen können. Bis gleich. So. Schlechte Ausgangslage, aber trotzdem. Ein Reh hat gecallt. Dann versuchen wir mal das Reh zu kriegen. Wieder die schlechte Ausgangslage ist deswegen schlecht, weil ich hier offen stehe. Und da ist es auch schon. Mit Rehposten geschossen. Also mit Schrotmunition. Wahrscheinlich hat es nicht allzu gut getroffen, weil es ist zu weit weg gewesen eigentlich. Naja. Hat auch noch keinen Fleck. Oh, jetzt ist der Fleck da. Alles klar. Das heißt also, das Tier müsste jetzt tot sein. Dann hat es ja doch noch was gewirkt. Anschuss wird im Regelfall nicht groß sein. Weil ja Schrotmunition kleine Kugeln verschießt. Und demzufolge auch kleine Wunden macht. Schön, dass es jetzt regnet. Finde ich klasse. Lass uns gucken, wo ist denn das Reh jetzt eigentlich lang gelaufen? Ist es da lang gelaufen oder nicht? Von da ist es gekommen, glaube ich. Ne? Wenn man nicht aufpasst. Nein, hier ist keine Blutspur. Also muss das weiter unten sein. Ja, da ist eine Blutspur. Schön. War klar, dass es hier ein Gewitter gibt.
Ihr seht auch, dadurch, dass ich so auf diese Inferno geschossen habe, haben mit tödlicher Sicherheit nicht alle Patronen, also alle Kugeln, ihr Ziel auch gefunden. Ja. Ist ja doch noch mal eine ganze Ecke gelaufen. Wäre es näher dran gewesen, wäre es auch besser ausgegangen. Aber so muss man halt, wenn man auf eine längere Distanz schießt, viel, viel nachsuchen. Also wartet bitte ruhig beim nächsten Mal, dass das Tier näher herankommt. Liegt es da vorne schon? Ist es das oder? Ja, das ist es. So, Bronze. Und guckt euch mal, wo ich ihn geschossen habe. Ich habe nach meinem Kenntnisstand hier versucht, auf den Torus zu zielen bei 41 Metern. Und guckt euch mal die Trefferwirkung an. Muskel, Muskelkiefer, Muskel, Muskel. Also relativ großes Streuungsfeld. Ja. Also, wenn ihr mit Schrot schießt, 20, 30 Meter allerhöchstens, damit ihr von den 15, 20 Kugeln, die in dieser Patrone drin sind, auch möglichst viele Treffer wirken könnt. Ja, ihr habt es gesehen, das sind gerade 4 Treffer gewesen. Das war nix, null. Das war Käse, das war... Irgendwas ist da vorne. Aber was? Rothirsch. Rothirsch? Waffenklasse 3. Da nehmen wir dann die FLC 12LG. Gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Rothirsch ist natürlich eine schöne Tierart, die man jagen kann. Jetzt kann man das Ganze auch ein bisschen weitermachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich denn das Rothirsch-Lockhorn? Da. Jetzt hoffe ich, dass das, dass die Rothirsche auch wieder zurückkommen. Ich meine, hier ist ein Ruhrgebiet. Das ist schon mal praktisch. Jetzt muss man nur warten, ob die Tiere sich dazu bequemen, nochmal wieder zurückzukommen. Da ist einer, ein weibliches, noch ein weibliches. Oh, was haben wir denn da? Das ist aber schön groß. Sehr schwer. Da haben wir noch einen männlichen. Der da hinten. Was hat der für eine Entfernung? Der 89 Meter. Da ist noch einer. Sehr schwer. Dann nehmen wir den am besten zuerst. Den habe ich einen Lungentreffer verpasst. Der dürfte also schnell zum Liegen kommen. Dann nehmen wir das nächste. Von da hinten hat also noch einer gecallt. Interessant. Dann warten wir mal, ob die Bande wieder zurückkommen wird. Weil die weiblichen Tiere sind nett, gute Geldgeber, aber die männlichen, die wollen wir haben. Gerade mit diesem riesen Geweih. Ja, mal gucken, ob die nochmal kommen. Durch den lauten Knall sind die natürlich aufgeschreckt. Klare Sache.
Und wie gesagt, ob die nochmal wieder zurückkommen, ist fraglich. Es kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt gesagt haben, nee, bei dem Lärm, m-m. Deswegen ruhig mal callen. In der Hoffnung, dass sie doch zurückkommen. Mann, das war ein schöner Rothirsch, den wir da einen Lungentreffer verpasst haben. Gibt's nichts zu rütteln. Mythischer wäre natürlich noch schöner. Aber um Himmels Willen, wir wollen ja nichts beschwören. So, da ist was, da ist was. Da ist ein weibliches, weiblich, weiblich. Weiblich, weiblich, die hauen wieder ab. Das gefällt mir nicht. Wahrscheinlich sehen die mich. Deswegen ab ins Gras. Nee, also das Gras hier ist keine gute Deckung. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein... Nein, dachte schon gerade. Die werden auch relativ nahe kommen. Es kann sogar sein, dass wir erstmal die ganzen weiblichen Tiere ausdünnen müssen. Ja, ihr habt es gesehen, also auf Nahdistanz ist das schon eine ordentliche Sache. Ich will jetzt noch einmal gucken, ob es mir möglich ist, diesen männlichen Rothirsch noch mal irgendwo heranzukommen. Was ist das da hinten? Der Fleck da? Das ist nichts. Okay. Ne, das waren zwei gute Treffer. Das Problem bei diesen Herden ist nur, die männlichen Tiere sind Feiglinge. Die sind insofern gesehen Feiglinge, als dass sie ihre weiblichen Tiere vorschicken, zu gucken, was da Sache ist. Und selber hinten bleiben. Das ist wieder ein weibliches Tier. Da ist der Bock, der sehr schwere. Haben wir wohl doch nicht so gut getroffen, wie ich es mir gehofft habe. Egal. So, erst einmal, da hinten liegt eins. Dann holen wir uns das erstmal. Und mal schauen, was das ist. Das dürfte ein weibliches Tier sein. Behaupte ich mal. Nein, das ist der andere Hirsch, den wir geschossen haben. Ui, Gold! Gold, 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 Gold. Gold ist gut, Gold ist gut, Gold ist gut. Gold ist das, was ich haben möchte. Gold ist immer klasse. Hey, Goldwertung
Hat auch so eine komische Beule da im Bauch. Also das sollten sie dringend mal wegmachen da. Ich dachte, das wäre nur in der Beta gewesen, aber irgendwie, naja. Gut, also mit Schrot, Kaliber 12, Flintenlaufgeschosse, einfacher Lungentreffer auf 40 Meter, klappt trotzdem. Heute aufbewahren, die wird ausgestopft. So, dann haben wir hier hinten noch den anderen geschossen, wo war der ungefähr? Na, wo mag der Anschluss denn wohl gewesen sein? Ich hoffe nicht, dass das der hier war, weil da werde ich mich dumm und dusselig suchen. Das war der. Nicht tödlicher Treffer. Uncool. Ja gut, der ist jetzt natürlich weit weggelaufen. Wir werden trotzdem gucken, dass wir der Blutspur folgen. Aber der wird weit gerannt sein. Das ist die andere Blutspur von dem weiblichen Tier. Wird dann ja auch irgendwo in der Ecke sein. Das sollte eigentlich weitaus eher schon zum Liegen gekommen sein, das weibliche Tier. Obwohl, wir haben es von vorne getroffen. Es kann sein, dass das dann schon schlecht wird. Also schlechter gewirkt hat. So, jetzt habe ich es richtig rum. Nicht schlecht wird, natürlich nicht. Aber es hat schlechter gewirkt. Ich sehe jetzt aber keine weitere Blutspur hier. Nicht schön. Ach, da ist eine. Gut, ich hatte gerade so ein bisschen, weil er so sie einmal zur Seite abgedreht hat, habe ich dann ein bisschen die Orientierung verloren, ganz klein bisschen zumindest. Da ist nichts, da ist nichts. Ah, wir hatten schon 50%, das ist schon mal günstig. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Hab mich da wohl versehen. So ganz leise. Das kann man. Das wird im Video wahrscheinlich nicht zu hören sein. So ganz leises Geräusch war das. Kann auch sein, dass das mein Headset selber war. So, nur noch 25%. Sehe das weibliche Tier immer noch nicht. Es ist natürlich die Frage, ob wir es überhaupt getroffen haben. Ich hoffe ja. Ich gehe auch davon aus, dass wir es getroffen haben. Aber ich meine auch, dass wir irgendwo eine Blutspur hatten, die aber auch in diese Richtung geht. Hier deswegen verfolge ich diese nicht separat. Irgendwo wird er dann ja wohl sein. Der Hirsch. Wenn ich da alles täusche, da vorne liegt er dann auch. Das weibliche Tier, das soll uns dann jetzt erst einmal egal sein. Ist nicht so schön, das gebe ich ja zu, dass ich die Spur dann erstmal nicht verfolge. Aber wir wollen das Video nicht zu lange werden lassen. Da haben wir den. Es ist eine Silberwertung. Nicht schlecht. Aber Silber kommt mir nicht mehr ins Haus, davon habe ich schon genug gehabt. Gut, so, damit habt ihr vielleicht gesehen, wie die Waffen wirken. Also wie gesagt, die Standardwaffen, die Kastiatore 12G und die Cabersham Stuart, eher für normales Wild und großes Wild benutzen. Das ist meine Empfehlung, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, was ihr macht. Während die Nordin und die Strecker, die beiden aus dem Waffen-DLC bzw. Entenjagd-DLC,
Die kann man eher für die Vogeljagd benutzen. Das ist meine persönliche Empfehlung. Wie gesagt, ihr müsst selber wissen, wie ihr damit umgeht. Vielleicht kommt ihr mit den Standardwaffen besser klar als ich. Generell, wie immer, wenn ihr mit diesen Waffen nicht klarkommt, liegt das an euch, nicht an den Waffen. Die Waffen sind präzise, die Waffen sind gut, alle. Durch die Bank weg. Selbst der Bogen, den ich bei der Folge 1 hatte, wo ich überhaupt nicht mehr klargekommen bin, bis ich das mit dem Tesafilm rausgekriegt habe. Das mit dem habe ich heute, oder als ich diese Folge gemacht habe, meine ersten Abschlüsse gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt damit übe, komme ich auch damit besser klar. Genauso mit der Armbrust, genauso mit den Schrotflinten, genauso mit der 270, genauso mit den Pistolen. Die Waffen sind alle gut. Ihr seid das Problem, wenn ihr damit nicht trefft. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.